Oje, dieser Raum sieht schon so groß aus. Das sieht nach einem Bosskampf mit dieser Spinnenoma aus. Und da ist sie auch schon, der Stargast! Hallo Spinnenomi! Ah, Riesenspinnen! Auf jede, die man sieht, kommt ein Dutzend, das sich versteckt. Was? Ein Dutzend von denen? Hilfe! Ah, und da haben wir auch Liana. Ich glaube, ich verdünnisiere mich einmal. Etwas mehr Deckung wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht bei dem Riesenvieh. Bin ich hier oben sicher? Oh, das kommt hier rauf. Und die Kleinen unterstützen sie ordentlich. Das können wir so nicht gebrauchen. So, komm nur noch mal drauf. Komm nur noch mal drauf. Nicht du. Genau, spring vorbei, das ist gut. Oh, Gift sogar durch die Wände, wie schön. Jetzt schau schon drauf. Hallo. Nimm das. Scheint sie nicht zu beeindrucken. Okay, das war's. Und wieder Gift durch die Wände. Ich glaube, die Deckung hier ist nichts wert, wenn das Gift einfach durchkommt. Und Feuerball? Oh. So. Pilz essen, Schild ausrüsten, ebenso Schwert. Ich probier's mit Nahkampf, schließlich sind wir ein Kämpfer. Ja, durch das Schild kommt das auch durch. Blitze scheinen aber zu funktionieren. Ebenso scheint das Vieh auf seine Kleinen loszugehen, beziehungsweise nicht gerade viel Mutterliebe zu empfinden. Das scheint weh zu tun, wenn man da auf die helle Stelle schlägt. Gut, dann wissen wir jetzt ja wohin. Das hört sich an wie beim Bowlen. Alles klar, wenn der Spinnenarm zurückkommt, kriege ich auch Schaden. Meine Mutter hat euch doch gar nicht lieb, warum geht ihr auf mich? Machst du es jetzt mal mit den Kleinen? Mit denen schon, aber nicht mit dem Gift. Etwas Heilung wäre, glaube ich, nicht schlecht. Opfern wir mal die Pilze. Und wieder eine kleine. Irgendwas hält mich gerade fest. Ah, jetzt komme ich wieder weg. Aber das hat mich Leben gekostet. Schnell die Heiltränke rein. Wow, was war denn das? Hat diese kleine Spinne gerade einen Breakdance hingelegt? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen, die mit ihren kleinen Bowling macht. Naja, vielleicht im Bowling Center, aber nicht sie selber als Bowlingkugeln zu verwenden. Okay, gehen wir mal etwas aggressiver vor. Okay, Aggressivität ist nicht gut, schnell weg. Ich mich nicht. Hat die uns gerade mitgedreht? Ich will dich ja nicht daran erinnern, aber bitte, könntest du mal sterben? Gleich haben wir das Adrenalin auf Maximum.
Können wir einen starken Angriff versuchen. Sehr gut. Den Schlag. Und jetzt kriegst du auf die Hucke. Die lebt immer noch. Langsam reicht's mir. Viel kann die nicht mehr haben. Noch einmal reinstechen, komm. Kleinen weg. Ich habe etwas Angst, die auf mich fällt. Uiuiui. Das war der zweitletzte Pilz, lange halten wir nicht mehr durch. Juhu! Einmal quer durch den Raum. Okay, nochmal einen Adrenalinschlag bereit. Jetzt haben wir es, glaube ich. Ja, das war's. Das Vieh ist endlich tot. Ah, dann haben wir es, ha? Können wir raus hier? Ah, Moment, da war noch was. Ach ja, die Dame meines Herzens. Oh nein, du lässt ihn in Ruhe. Das wäre ja noch schöner. Ganze Riesenspinne erledigen und dann liegt Leana hier tot rum. Die Haltung sieht etwas unbequem aus. Sare, mein Lieber, mein Ge... Bei Ilat, ich danke euch. Mein Ge? Dann bitte hochhalten. Das wirst du noch bereuen. Sie ist eine Last. Habt ihr Arantirs Pläne ergründet? Ja, er geht zur Nekropolis. Ich erkläre es später. Los, vorwärts! Hat ja lange gedauert, bis sie wieder rumbefiehlt. Die Heilung war gerade auch toll. Vor der Heilung 58 Leben, nach der Heilung 58. Was glaubst du? Aus dem Weg! Die nimmt ziemlich gemütlich. Nimm das! Ich glaube, das dauert eine Weile, wenn die so weiterläuft. Was denn? Ach, da ist noch so eine kleine Spinne. So, jetzt kannst du ja normal laufen. Alles gut? Da ist der Ausgang. Ach, habe noch nie so eine so dankbare Person erlebt. Zuerst mal speichern. Nochmal will ich das nicht machen. Dann lege ich mir mal ein paar Heiltränke bereit. Die vollen haben wir ja noch. Müssen wir nicht immer die Pilze opfern. Bin ich davon ausgegangen, dass wir etwas mehr Mana benötigen, aber... war einfach nicht wirklich effizient. Und jetzt schnell raus hier.
Woher kommt diese dämonische Aura? Ich kann nicht glauben, dass ihr einer von denen seid. Sie will dich besitzen. Sie träufelt dir Gift in die Ohren. Hör nicht auf sie. Das ist eine komplizierte Geschichte. Sagt nichts. Ihr könnt davon befreit werden. Ich kenne einen Weg. Ich werde mit dem Priester in Steinheim sprechen, wenn ich es dorthin schaffe. Wenn er von mir hört, wird er euch helfen. Sein Name ist Delan. Er ist ein guter Mann. Hör nicht auf sie. Sie hat keine Ahnung, wer du bist. Sie weiß nichts von deiner Macht. Ich schon. Ich habe dir das Leben gerettet. Sie hat dich benutzt. Jetzt, wo es um dein Geburtsrecht geht, will sie, dass du deiner Macht entsagst? Was für eine Art Freund ist das? Erstmal müssen wir Arant hier aufhalten, bevor er mit Hilfe des Schädels Steinhelm zerstört. Wenn nicht noch mehr. Natürlich. Eine Dämonin, die in unserem Kopf hockt und uns die ganze Zeit rumbefehlt, Sex besessen ist natürlich viel besserer Umgang als Leana. Leana mag nicht gerade die hellste sein, aber ja, sie ist keine Dämonin. Das muss man ihr zugute halten. Das ist eine Türe. Türen haben Hebel. Mit Hebel öffnest du Türen. Wie wär's mit Danke? Ich habe nicht mal Ladies First oder so gesagt. Wohin geht's hier eigentlich? Portal, Zellen, Vorlesungssaal. Aha, hier geht's also zurück. Einen Moment. Heißt das, jetzt müssen wir Leana die ganze Zeit beschützen? Oh nein. Die Dame ist nicht gerade Spezialistin im auf sich selbst aufpassen. Ich glaube, ich sage ihr mal, sie soll hier... Okay, macht sie schon von selbst. Nein, jetzt kommt sie. Bleib hier. Weg von mir! Da ist niemand. Oder meinst du mich? Halt! Bin soweit. Oh, ich habe einen Totenbeschwörer entwaffnet. Oh nein, eine von denen. Einmal heilen, bitte. Dankeschön. Das ist doch hilfreich. Bitte hinten bleiben, Leana. Aus dem Weg! Nein, hinten bleiben! Bring Dankeschön. Dein Leben, Brüder. Ja. Danke für die Heilung. Ich glaub's nicht, Leana ist gerade nützlich. Ja, mein Liebster. Sie würde alle deine Pläne durchkreuzen. Lass ihn nicht am Leben. Oh, jetzt habe ich Leana mit dem Blitzschild einzupasst. Uiuiui, die Masse könnte ich nicht bekämpfen ohne Leana. Könntest du dich etwas zurückhalten, Leana? Du stehst etwas im Weg, Leana. Weg von mir! Oh, ich kann sich doch verteidigen. Hat ihn gerade eingefroren. Du wirst bald den großen Frieden finden. Bitte durchlassen, Zombie. Dankeschön. Hui. Hui. Das war ein Kampf.
Dankeschön, Liana. Du hast mir mehrmals den Arsch gerettet. Du bist gerade in meine Gunst gestiegen. Die Dame kann ja wirklich nützlich sein, wenn sie will. Bevor wir noch so dankbar werden, plündern wir mal weiter. Was liegt hier? Nichts. Okay. Beerensaft. Dafür hat sich das Kämpfen noch gelohnt. Wie sieht das eigentlich mit unseren Fertigkeitspunkten aus? 6. Okay. Was benötigen wir noch? Eigentlich nichts von dem hier. Wirklich gut wäre eigentlich nur noch Stärke. Lebenskraft könnten wir auch nehmen, würde unsere Lebenspunkte regenerieren, aber der Effekt ist nicht so stark, dass er die 12 Punkte gewährleistet. Dann könnten wir noch etwas Mana erhöhen und etwas mehr mit Zaubern arbeiten. Stärke brauchen wir noch 4 Punkte. Arbeiten wir dahin und dann mal richtig Mana. Sieht das ruhig aus, aber wir haben ja auch gerade eine halbe Armee um die Ecke gebracht. Ach, ich sollte Liana vielleicht noch sagen, dass sie mir wieder nachlaufen soll. Ich habe der Dame ja gesagt, sie soll da hinten bleiben, was sie zwar nicht wirklich gemacht hat, aber naja. Sie hat sich ja gut gehalten. Wir müssen wieder nach oben. Wo war das nochmal? Ist da hinten noch was? Ah, eine Tür, da können wir diesen Schlüssel benutzen oder Kugel oder was auch immer.